In einer deutschen Schule in Nordrhein-Westfalen soll die Scharia eingeführt werden. Die Frauen werden zur Verschleierung aufgefordert, es soll eine strikte Geschlechtertrennung geben und die Demokratie wird offiziell abgelehnt. Die Schule befindet sich im Ausnahmezustand und sogar die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt. Alle Details in diesem Video. Der Anteil der Muslime in Deutschland wird immer größer und daher war es nur eine Frage der Zeit, bis die Muslime unseren Staat und unsere Demokratie in Frage stellen. Inoffiziell machen sie das ja bereits seit vielen, vielen Jahren, aber jetzt häufen sich auch die offiziellen Vorfälle. Und einer dieser offiziellen Vorfälle, welcher selbstverständlich nur ein Einzelfall ist, an einer nordrhein-westfälischen Schule ist jetzt eskaliert und sogar die Polizei und die Staatsanwaltschaft mussten eingeschaltet werden. Die Rheinische Post schrieb heute: Forderung nach Gebetsräumen und Verschleierung. Sorge vor wachsendem Islameinfluss an NRW-Schulen. Wohin die strikte Auslegung des Islam führen kann, zeigt sich jetzt am Beispiel von 4 Oberstufenschülern einer Gesamtschule im Rheinkreis Neuss, die sich nach Recherchen unserer Redaktion als Scharia-Polizei aufführten und von Mitschülern und Lehrern die Einhaltung strikter islamischer Regeln einfordert, etwa die Geschlechtertrennung und die Verschleierung. Tja, meine lieben Zuschauer, jetzt haben wir den Salat. Ich meine, ich selber halte ja absolut nichts von der Scharia und für mich ist das wirklich ein massiver Rückschritt in der Entwicklung der Menschheit. Allerdings kann von mir aus auch jeder Mensch seine Religion ausleben und die Muslime können sich auch in ihrer Kultur ausleben, solange sie nicht gegen das deutsche Recht verstoßen. Wenn ihr allerdings irgendwelche fanatischen Oberstufenschüler versuchen, andere Mitschüler ebenfalls zur Scharia zu zwingen, dann ist damit eine Grenze überschritten. Allein schon die Überzeugung, dass der Islam und die Scharia für alle Menschen gelten muss, finde ich geisteskrank. Aber wenn dann auch noch andere Menschen zur Scharia genötigt und sogar gezwungen werden, dann ist das nicht nur geisteskrank, sondern kriminell. Und das gilt jetzt nicht nur für den Islam, sondern es gilt für alle Religionen auf der Welt. Wenn die Anhänger einer Religion glauben, anderen Menschen ihre Religion aufzwingen zu müssen, dann läuft doch etwas grundlegend falsch und dann ist das Ganze kriminell. Und gerade in Deutschland, ja, ist sowas weder mit unserem Grundgesetz noch mit unserer Demokratie vereinbar. Aber wisst ihr was? Gerade jetzt in diesem Beispiel in Nordrhein-Westfalen, dort juckt das die Oberstufenschüler nicht, denen ist die Demokratie egal. Die sagen sogar, dass sie die Demokratie ablehnen. Unglaublich. Die Junge Freiheit schreibt weiter über diese Problemschule. In Unterrichtsstunden soll die Gruppe, bestehend aus Jugendlichen zwischen 17 und 19 Jahren, offen verkündet haben, dass sie die Demokratie ablehnen. Auch sollen sie versucht haben, die Lehrer und Mitschüler davon zu überzeugen, dass die Scharia durchweg nur positive Aspekte hat. Steinigungen wurden dabei explizit befürwortet. Bitte, was? Also, die Demokratie wird abgelehnt und Steinigungen wurden explizit befürwortet. Also, in welch kranker Gedankenwelt leben diese Schüler bitte schön? Und woher haben die dieses kranke Gedankengut? Von ihren Eltern oder aus dem Internet? Keine Ahnung. Also wenn ich sowas höre, dann muss ich ja als allererstes denken, dass es sich hier um eine Schule, keine Ahnung, in Afghanistan oder im Iran handelt. Aber nein, es geht hier um eine deutsche Schule in Nordrhein-Westfalen in Neuss. Und ich habe ja keine Ahnung, wie es euch geht, aber für mich ist das nicht nur abartig und kriminell, sondern ist auch ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass wir uns in eine komplett falsche Richtung bewegen. Und damit meine ich auch die deutschen Behörden.
hören, weil in diesem Fall gibt es erneut Staatsversagen. Die Zeitung schreibt weiter, da sie befürchteten, dass die Schüler noch weiter radikalisieren können, schaltete die Schulleitung im Dezember die Polizei ein. Der Staatsschutz, die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und das Landeskriminalamt sind mittlerweile über den Fall informiert. Nach derzeitiger Lage, passt auf, haben sich die Schüler offenbar nicht strafbar gemacht. Bitte was? Nicht strafbar gemacht? Also wenn ich andere Mitschüler zwinge, die Scharia zu akzeptieren, ja, und Kopftücher zu benutzen, dann ist das eindeutig eine Straftat. Das ist nämlich Nötigung. Und wenn man dann auch noch offen sagt, dass man die Demokratie ablehnt, dann ist das ein Fall für den Verfassungsschutz. Wie kann man denn hier als Justiz wieder ein Auge zudrücken? Das geht doch nicht, ja? Und was ich auch absolut nicht verstehe, wenn irgendwelchen Leuten unsere Religionsfreiheit in Deutschland nicht gefällt und wenn es sie stört, dass wir keine Scharia haben, warum gehen diese Menschen dann nicht in ein anderes Land, dort, wo es die Scharia gibt? Es gibt doch genug islamische Länder auf der Welt, wohin solche Menschen auswandern können, wenn sie mit unserer Religionsfreiheit und auch mit unserer Demokratie in Deutschland nichts anfangen können. Niemand hält sie auf und niemand wird sie vermissen. Naja, außer vielleicht unsere linksgrünen Politiker, die Menschen mit einem solch kranken Weltbild als kulturelle Bereicherung für Deutschland sehen. Und genau deswegen versuchen jetzt die ersten Politiker, diesen Vorfall in Nordrhein-Westfalen schön zu reden. Der stellvertretende Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung Nordrhein-Westfalen spricht von einem Einzelfall. Und das ist natürlich komplett gelogen. In Wuppertal gab es sogar einen ganzen Gerichtsprozess gegen eine Gruppe von Männern, die als Scharia-Polizei durch die Innenstadt von Wuppertal gelaufen waren und dort Passanten belästigt haben, weil sie unislamisches Verhalten zeigten. Also zum Beispiel das Trinken von Alkohol oder wenn Frauen kein Kopftuch getragen haben. Und die Gruppe hat dabei sogar Warnwesten mit dem Aufzug und der Aufschrift Scharia-Polizei getragen. Ihr seht also, das ist kein Einzelfall. Und sorry, noch krasser kann man es doch gar nicht zum Ausdruck bringen, wie man unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnt und dass man selber ein Fall für den Verfassungsschutz ist. Aber zumindest hat die Polizei diese besorgniserregende Entwicklung auf dem Schirm und geht dabei vor. Die Rheinische Post schreibt weiter, Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, spricht von einer alarmierenden Entwicklung an den Schulen. Dass Schüler jetzt zunehmend sehr konservative Ansichten des Islams in die Schule tragen und diese Einstellung auch ausleben, muss uns Sorgen bereiten, sagte Rettinghaus. Wo sind wir denn hingekommen, dass andere Schüler, die nicht nach diesen strengen Auslegungen des Islam leben möchten, von den anderen unter Druck gesetzt, bedrängt und gemaßregelt werden. Diese Situation können wir unseren Kindern in den Schulen nicht zumuten und ist nicht hinnehmbar. Jeder sollte doch froh sein über die Freiheitsrechte, die wir in Deutschland haben, betonte er. Und genau so sieht's nämlich aus. In Deutschland haben wir deutlich mehr Freiheitsrechte und mehr Demokratie als in Staaten, wo die Scharia herrscht. Und deswegen dürfen wir uns auch nicht von Menschen einschüchtern lassen, die bei uns die Scharia einführen wollen. Die Scharia ist, wie gesagt, ein krasser Rückschritt in der Menschheitsgeschichte und niemand darf dazu gezwungen werden. Basta. Was sagt ihr denn zu der Scharia? Und was sagt ihr jetzt auch zu diesem Vorfall an der Schule in Nordrhein-Westfalen? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.